So, hallo meine lieben Freundinnen und Freunde, wir sind wieder hier beim Kebab-Simulator, haben unseren eigenen Laden gemacht, haben letzte Folge erfolgreich das Tutorial durchgespielt, also erfolgreich davon nerven lassen. Wir machen jetzt den Laden hier auf ohne große... Sie müssen ein Gericht zum Servieren öffnen. Sie müssen ein Gericht zum Öffnen servieren, hä? Muss ich jetzt hier, Och, ist das schon wieder... Muss ich da jetzt so ein Schaugericht hinlegen, oder was? Wobei, gibt's ja. Wo dann vorne auf so Tellern immer präsentiert wird. So, wir warten ab, bis das von der einen Seite gut ist. Dann drehen wir das. Legen es auf die andere Seite. Wir holen uns schon mal einen Teller. Wir nehmen hier so eine schöne Platte. Ach nee, so eine nicht. So. Die Tomate ist schon mal gut. Das Ribeye-Stück ist jetzt auch hervorragend. So, was müssen wir hier noch machen? Wo ist unser... So, von jeder Seite backen haben wir. Auf einen Teller übertragen haben wir. Grillen Tomate, dann schneiden wir jetzt die Tomate. Tomatenscheiben. Kommen hier auch drauf. Schön drapiert. Petersilienscheiben zwei Stück. Das heißt, wir schneiden uns ein so eine Petersiliengeschichte hier. Wie? Wie? Ich will die Petersilie schneiden. Stück nehmen. Ach so. So, und dann haben wir es, ne? Heiß servieren. Prozent nur gebacken. Warum? Egal. Der Laden ist auf, kommt rein. So, hier gibt's schönes gegrilltes Fleisch mit Tomaten und Petersilien. Kommen Sie rein, kommen Sie rein. Kommen Sie rein. Oh, da kommt der Erste. Ich bin mal gespannt, was der jetzt bestellt. Der bestellt bestimmt... Ach, der nimmt sich einfach einen Teller da runter, oder wie? Ich muss das gar nicht hier frisch backen, oder wie? Sehe ich das richtig? Muss ich das jetzt gar nicht jedes Mal frisch machen? Ich verstehe es nicht. Oder verstehe ich es doch oder nicht? Oder wie? Oder was? Da kommt der Nächste. Jetzt werden wir es ja sehen. Ja, komm. Nimm dir einen Teller. Ist lecker. So, was ist mit ihm? Geld, nehmen wir. Teller nehmen wir. Wieder schön sauber. Da ist die nächste Dame. Rein in den Laden. Nehmen Sie sich einen Teller. Ist wirklich lecker. Aber wir müssen hier gar nicht jeder. Ich dachte, wir müssen jetzt jedes Gericht neu kochen. Das ist natürlich ganz entspannt so, ne? Jo, was ist los? Geld nehmen wir, Teller nehmen wir. Dann hätten wir ja gar nicht so viel Zutaten kaufen müssen, wie ich da gekauft habe. Da müssen wir wahrscheinlich immer nur eine Zutat für den jeweiligen Tag kaufen. Jeden Tag eine Zutat sozusagen. Aber wir werden natürlich noch neue. Alle, dann weiß ich, dann bin ich mal gespannt, wie das funktioniert mit den neuen Gerichten. Oh, da kommen sie jetzt. Kommen sie jetzt aber hier zahlreich. Oh! Oh nein! Jetzt verstehe ich, wie es läuft. Kein Gericht mehr da. Mist, Mist, Mist. Eins, zwei, drei. Jetzt aber flott, Freunde. Oh, da kommen die ganzen Leute. Oh nein! Und jetzt gehen die alle weg. Tomate auf dem Grill, schnell. Ein Stück. Noch ein Stück. Jetzt verstehe ich, wie der Hase hier läuft. Komm, mach hin. Geflippt. Wie ein Meisterkoch. Oh nein, sie geht! Nein! Dabei wären wir doch fast fertig gewesen.
nein, die müssen wir schneiden. Komm. Also was schon mal sehr, sehr gut ist, dass wir nicht hier... So, nehmen Sie sich. 100% backen. Das haben wir sehr, sehr gut gemacht. Zutaten nur 96%. Warum? Verstehe ich nicht. Wer schmeißt denn hier seinen Müll hin? Also was schon mal sehr, sehr gut ist, dass man komplett alle Tomatenstückchen, die man geschnitten hat, dass man die in eins so auf den Dings tut. Kann man denn hier irgendwie sehen, wie viele Gerichte die sich davon nehmen können? Das waren jetzt so gefühlt 4, würde ich sagen. Kann man das irgendwie hier sehen? Nee. Oh, da ist jemand. Dankeschön. So, dankeschön. Wo ist der Teller hin? So, perfekt. So, ich würde sagen, der Tag ist vorbei. Räumen Sie auf. So, dankeschön, Sie waren der letzte Gast. Ich hoffe, es hat Ihnen hervorragend geschmeckt. Wären Sie uns bald wieder hier bei... Ribeye-Stück mit Tomate und Petersilie. So müssen wir das jetzt entfernen hier leider, ne? Ja, schade, schade. Räumen Sie auf und schließen Sie das Restaurant, um den Tag ausklingen zu lassen. Machen wir. So, wir können aber auf jeden Fall hier nochmal... Oh, da müssen wir Sommer ran. Wir werden hier auf jeden Fall... Hey, was soll das? Warum bricht ihr das immer wieder ab? Das habe ich jetzt nicht verstanden. So, wir schließen mal das Restaurant. Wir werden hier auf jeden Fall jetzt ein bisschen den verkaufen mal. Und dann holen wir jetzt hier ein Dings. Noch einen größeren Tisch. So. Machen wir nochmal dieses Gitter. So, so machen wir das. Den verkaufen wir auch. Oh, da ist aber dreckig. So, das haben wir auch. Wir können hier noch einen dran setzen, würde ich sagen. Gebäude, Tisch, kaufen. So, sehr, sehr gut. Dann machen wir hier noch einen langen. Und dann machen wir hier noch einen kleinen, würde ich sagen. So, dann kommen hier ordentlich Gäste hin. Was können wir sonst noch so? Stationen, das haben wir alles, das haben wir alles. Was ist das hier? Hängender Spießhalter. Na. Wir können ein Schild kaufen. Sehr gut. Text. Gotos Kebab. Schreibt man das so? Die Farbe ändern? Weil Rot ist eigentlich schon cool. Die Schrift. Das ist eine gute Schrift. Haben wir gekauft. Dann machen wir hier noch so einen schönen Spieß daneben. Wie? Kann ich den jetzt. Wieso kann ich den nur da. Und dann machen wir das so. Ja, reicht. Reicht. Hintergrund. Oh. Nee, das ist blöd. Das ist auch blöd. Das ist okay. Okay. Außenbereich. Können wir noch nicht wirklich was machen? Ach, Schild haben wir. Stände können wir auch noch nicht. Oberflächen. Stationen, Möbel. Da haben wir hier bisher nur sowas. Die Klimaanlage ist nie verkehrt.
Ist das hier? Ein Wandregal, das ist auch nicht schlecht. Das ist erstmal so ganz schick, würde ich sagen. Das hier, ein moderner Teppich. Nee, Teppich bin ich kein Freund von, eine Uhr. Eine Uhr ist immer sehr, sehr wichtig in jedem Lokal der Welt. So. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen mit dem Geld langsam. Weidenkorb, nein, das will ich nicht. Ich würde sagen, das passt soweit. Der Grill ist aus. Müssen wir den irgendwie noch sauber machen hier? Nee, scheinbar nicht. Einlagern, nee. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir nach Hause, gehen ins Bett. So, laden es zu. Das war ein erster erfolgreicher Tag, würde ich sagen. So, wir gehen ins Bett. Gute Nacht. Gegrilltes Fleisch, haben wir irgendwas erreicht. Tägliche Einnahmen, $900 Ausgaben. Oh. 7 Gerichte haben wir serviert. 7 Kunden. Hervorragend. Rezept freigeschaltet. Wir haben ein neues Rezept. Cool. Das schauen wir uns direkt mal an. Guckt euch den Laden an. Ja gut, das Schild sieht etwas arg dämlich aus. Wer ist er denn jetzt schon wieder? Mm. Der Fasser von mir noch nicht stimmt. Mm. Ich habe diesen Aufstieg. Schau mal. Viel Glück neulich. Gourmets. Okay, ja, was auch immer. Okay, wir können hier so Gourmets offensichtlich einladen. Ja, cool. So, wir schauen mal hier, was wir für ein neues Gericht haben. Vielleicht ist das cooler als diese. Wir haben Hähnchenbrust. Ja, guck mal einer an. Was müssen wir denn da machen? Nee, nicht gegrilltes Fleisch. Das soll hier wieder raus. Ich will Hähnchenbrust haben. Hähnchenbrust. Rote Paprika, grüne Paprika, Kartoffeln. Kann man das auch schneller scrollen? Rote Paprika, grüne Paprika, Kartoffeln. Ja, und Hähnchen doch auch, denke ich mal, oder nicht, oder? Ja, Hähnchenbrust. Okay. Das können wir, denke ich, machen. Wir haben zwar nichts von den Zutaten da. Ja, wobei, heute verkochen wir nochmal hier den Rest von dem Bums, ne? Dann wir haben jetzt echt übermäßig viel Dings gekauft, so. Ja, wir kochen heute nochmal hier Ribeye. Wir müssen ja die Sachen wegkriegen, das wäre ja sonst unwirtschaftlich. So, warum ist der Grill aus? Warum kann ich das hier nicht... Wäre sonst unwirtschaftlich, Freunde und Freundinnen. So, heute nehmen wir mal hier so einen Teller. Ah, wir haben das nicht gedingst. Idioten. Hallo, oh. Oder ihr nicht unbedingt, aber ich, Idiot. So, das machen wir jetzt schön von der Seite noch. Die Tomate ist schon fast gut. Warte, kommt schon. Ah, ne, die müssen wir schneiden. Wieso? Oh. Das ist, glaube ich, nicht so gut geworden, aber diesmal, aber egal. Nein! Idiot. Ja, dann können wir jetzt auch wirklich Hähnchenbrustfilet machen, ne? Jetzt haben wir es eh verkocht. Ne, egal, wir kochen jetzt einmal. Wir nehmen das jetzt wieder hier runter. So. Wo ist das zweite Dings? Was ein Chaos hier. So, drauf auf den Grill. Tomate auf den Grill.
Hä? Ach, kann ich das doch so machen? Ich glaube, das haben wir schon wieder einen Tacken zu lange gehabt. Und her damit. Und rein. Und drauf. Nur 83% backen. Nicht gut, nicht gut. Egal, wir machen den Laden auf und wir gehen in der Zwischenzeit einkaufen. So, ich brauche Hähnchenbrustfilet. Wo ist es? Lockt, lockt, lockt. Wieso lockt alles? Ach, muss ich das Rezept dann nochmal auf die Karte schreiben, oder wie? Ja, das ist ja dumm. Dann kaufen wir noch einen Ribeye. Zur Seite. Weil dann können wir auf jeden Fall den heutigen Tag noch hier, die Petersilie, die können wir auch noch für was anderes sonst nutzen. Hä? Hallo? So, das tun wir hier in den Kühlschrank. Tun wir auch in den Kühlschrank, so. Dankeschön. $120 mittlerweile. Das heißt, wir haben mit zwei Tellern den Wareneinsatz von einem Ribeye zumindest wieder raus. Ja, immerhin, ne? Restaurant Level Up! Level 2! Wie, warum ist das denn so roh auf dem Teller? Was soll das? Doch, wir müssen nachgucken. Schnell, schnell, schnell. So, Fleisch. Auf und drin. Eins, zwei, zwei, drei. So, Pfeffer. Eins, zwei, drei. Und auf den Grill. Warte. Auf den Grill. Teller auf den Teller. So, diesmal achten wir wirklich drauf, dass das wirklich hervorragend wird. Komm, mach hin. Flip. Sehr gut. Oh, oh, oh. Und bam. Und bam. Tomate geschnitten. Sehr gut. Auf dem Teller. Petersilie. Auf dem Teller. Petersilie. Auf dem Teller. Teller. Servieren. Genau richtig für den Kunden. 100%. 100% gebacken, Freunde und Freundinnen. Sind wir gut. Sind wir gut. So, der Teller, der kommt hier aber in die Spüle. Oh, der sieht hungrig aus. Der kommt gerade frisch vom Training. Er hat richtig Brust trainiert, seht ihr? Hier. Schön gemacht. Und er hat richtig Hunger. Er haut richtig rein. So, was ist mit ihm? So, wir müssen Teller waschen. Schön zu. Kostet doch Energie. So langsam kommen wir richtig rein in Fahrt, ne? Finde ich auch richtig. Also macht Spaß. Mehr als ich nach dem Tutorial gedacht habe. Tutorial hat mich sehr, sehr frustriert. War wirklich kein schönes Tutorial. Aber jetzt macht's Spaß. So, er kommt auch rein. Sie ist fertig mit Essen. So, der letzte Gast für heute. Wir machen auch den Laden. Dann haben wir... Am Morgen machen wir noch einmal Ribeye. Und dann machen wir Hähnchenmus. Würde ich sagen.
Weil dann haben wir alle Zutaten, haben wir dann astrein verkocht. So, der Bums hier ist auch gut. Das ist auch gut, das ist auch gut. Jetzt machen wir noch schnell sauber hier. So viel sauber machen müssen wir gar nicht. So, da haben wir sauber gemacht. Hier hat noch keiner gesessen, ist aber auch nicht schlimm. Ja, läuft. Gehen wir nach Hause. Gehen wir nach Hause, Freunde und Freunde. Oh, hier ist eine Kneipe. Oh, das ist ja cool. Können wir hier richtig noch einen trinken? Kostet alles $250. Aber hier gibt es nichts Unalkoholisches, ne? Hier können wir... Wir können hier sogar... Oh, cool. Und wie werfe ich jetzt? Wie? Hä? Ah, so läuft der Hase. Hä? Nein, was soll das? Oh, beinahe die Triple 20 getroffen. Ah, schade. Ja, egal, das ist ein blödes Spiel, das machen wir nicht weiter. Ja, hier gibt es nichts Unalkoholisches, ne? Und ich trinke keinen Alkohol, aber... Das ist natürlich jetzt blöd. Wir trinken Champagner, komm. Ach, was ist hier denn los? Da können wir ins Casino? Ich würde sagen, wir... Wir können unseren Drink werfen? Warum sollten wir das tun? Naja, wir gehen schlafen. Hier können wir nichts machen, ne? Wir gehen erstmal schlafen, ist aber eine coole Sache. An sich. Was können wir hier? Wir haben heute $960 eingenommen und $450 nur ausgegeben. Heute war ein positiver Tag. 7 Kunden und 3 Sterne. Tomatensuppe freigeschalten. Das machen wir vielleicht. Weil das ist, glaube ich, am einfachsten, oder? Wir gucken mal, was wir hier mit. Wer ist er denn jetzt schon wieder? Ich bin der Inhaber des Shops, ja bin ich. Geschmutzig werden? Sie können weitermachen. Vergessen Sie nicht Ihre Lebensmittel. Ja, das machen wir doch sowieso. Gut. So, wir kochen noch einmal hier, weil da haben wir ja dann passend auch Tomaten für die Tomatensuppe, ne? Wir haben irgendwas freigeschaltet hier im Gebäudeshop. Wir können hier noch so Dekopflanzen hinstellen. Ja, das machen wir gleich noch. Rezepte. Ich hab doch... Hallo? Kann ich das Rezept jetzt nicht schließen? Ach da. Tomatensuppe freigeschalten, Hühnerbeine haben wir auch frei. Ist auch ein geiles Gericht. Aber Tomatensuppe stelle ich mir vor, ist sehr einfach zu machen, weil wir einfach einen großen Topf. Aber wir brauchen einen Topf dann, ne? Egal, wir nehmen erstmal hier nochmal das gegrillte Fleisch, weil da wollen wir die restlichen Dinger verkochen heute. Und dann schauen wir uns mal bei Rezepten an, was wir für die Tomatensuppe brauchen. Weil da brauchen wir einfach nur Tomaten, haben wir. Wasser haben wir sowieso. Kochtopf hinzufügen haben wir. Milch. Butter. Ja, dann wird das einfach Petersilie. Das ist perfekt. Das ist unser Gericht. Wir brauchen alles mögliche an Sachen gerade sich. Wir müssen in diesen Laden hier.
Wir machen das. Haben wir. Wir machen einen Tochtopf. Haben wir. Das haben wir alles noch. Wir machen Milch. Butter brauchen wir. Milch brauchen wir. Den Rest haben wir erstmal noch. $350, ich fasse es nicht. Ja gut, wir haben auch einen Topf gekauft, ne? Aber trotzdem. Ah Mist, woher erhitzen wir den Topf? Wir haben gar keinen Herd, ne? Stationen. Hängender Spieß. Da, eine Kochplatte. Einzelherd, kaufen wir. Stellen wir den denn noch hin? Hier. So. Hervorragend. So, wir müssen ein bisschen auf die Zeit von der Folge achten. Ist mir schon fast rum. Wir sind schon fast in einer halben Stunde. So lange guckt sich das kein Mensch an. Wir machen noch eben die Kohle hier drauf. Und dann beenden wir erstmal an der Stelle die Folge. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir unsere Tomatensuppe kochen. Ja, bleibt dabei, bleibt dran. Hier in unserem kleinen Imbissladen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.